Willkommen zurück bei Torchlight 2, wo wir hier immer noch in der Grabkammer rumeiern. Und was suchen wir denn eigentlich? Ach genau, die Schriftrolle des Anom Irek. Oh, hi, wo bist du denn? Mr. Skelettgeneral. Skelettgeneral Bergfrühling. Bringt auch ihre staubigen Knochen zum Duften. Skelettgeneräle hauen ganz schön rein. So, schön, dass ich einen Punkt in diesen Heilungskram gesteckt habe, wo ich mich beim kritischen Treffer selber heile. Das spart mir bislang ganz gut die Heiltränke. Das ist eigentlich ganz hübsch. Okay, wir haben auf jeden Fall Skillpunkte zum Ausgeben. Okay, da ist der Bonus nicht so groß. Das lasse ich mal dabei. Welche Stufe habe ich denn eigentlich gerade? 5. Okay, das dauert noch ein bisschen. Was macht hier das doch gleich? Erhöht die Reichweite auf 3 Meter. Kegel größer, stärkere Blutung über einen kürzeren Zeitraum. Okay. Was brauche ich da? Wahrscheinlich 5 Punkte. Ich muss mal gucken, auf Stufe 7, was könnte ich denn da eigentlich Schönes machen? Das war die Sturmschere, ich erinnere mich. Will ich das? Ich bin mir nicht sicher. Was ist das hier? Zerspringen. Wenn ihr eingefrorene Gegner tötet, zerspringen sie und verletzen als Frostring Gegner in 4 Meter. Oh, das ist eigentlich ganz cool. Also es ist zumindest gegen große Gegnerhorden ganz cool, aber an sich eher so mäh. Ah, das hier unten sind doch alles komplett passive, erkenne ich gerade, ne? Genau, die unteren drei sind immer komplett passive, alles klar. Scharfrichter, 2% höhere Chance auf Exekutieren. Aufladung, okay, das kann man mitnehmen. Das ist eh noch Zukunftsmusik. Wie sieht das hier aus? Das war Raserei, ja, okay, Raserei erweitert, schadet auch nichts. Rüstung pro Treffer um 2 verringert. Das, warte mal. Eure innere Wildheit. Ah, zerreißt die Rüstung des Gegners. Okay, ja, macht Sinn. Was ist das hier? Wolfsschatten. Möchte ich mich in einen Wolf verwandeln können? Eigentlich nicht. Aber ich mache dann Elektroschaden. Ich bin quasi ein Elektrowolf. Elektrowerwolf hat ein bisschen was. Aber, nee, eigentlich möchte ich gar nicht so sehr auf die Schattenfähigkeiten gehen. Eigentlich möchte ich schon. Ja, ich mach das erstmal so. Achso, da kann ich noch gar keinen Punkt reinstecken. Na, dann spare ich den. Das ist okay. So, Gott, habe ich viel Scheiß im Inventar. Großaxt, weg. Sturmblitzring, den nehme ich gerne, sobald ich ihn tragen kann. Moment. Ist das genau das gleiche Ding nochmal? Das ist ja grauenhaft. Ja, kann ich auch verkaufen. Okay, zweihändig kann weg, zweihändig kann weg, Pistole kann weg. Ein Eisamulett. Was trage ich im Moment? 5 Elektropanzer oder 10 Eispanzer? Dann doch lieber 10 Eispanzer. Jo, was kann ich? Jojo? Nein, du kommst auch weg. Ein Giftring. Gekauft. Das Schwert kann weg. 3 Elektropanzer, 5 Mana. Nein, scheiß auf 5 Mana. Niemand braucht 5 Mana. Die hätte ich ganz gerne auf jeden Fall. Du kommst weg. Du. Oh, hätte ich dich ganz gerne? Nee, eigentlich auch nicht. Du bist auch weg. Du kommst auch weg. Du sowieso. Dich kann ich noch nicht tragen. Du machst zu wenig Schaden. Okay, so, ich habe Sockel frei. Giftpanzer, Eispanzer, Elektropanzer. Friedenspanzer. Ja, komm. Ist ja auch völlig wurscht. Haben wir
gerade erstmal rein. Gut, gut. Du könntest jetzt eigentlich mal in die Stadt gehen. Euer Begleiter ist fortgegangen. Und dann gucken wir hier mal ein bisschen weiter. Grabflügler. Sehr schön. So. Wo geht's denn hier eigentlich? Wie groß ist denn der ganze Spaß hier eigentlich? Das ist gerade so die entscheidende Frage. Oh, oh, hallo. Ah, gefallener Wächter. Du bist doch schon der, den ich suche. Sehe ich das richtig? Du machst, glaube ich, ganz schön viel Schaden. Euer Begleiter ist aus der Stadt. Das ist schön. So, frisst das. Ihr habt eine Quest abgeschlossen, um eure Belohnung zu erhalten. Sprecht mit der Person, die euch die Quest gegeben hat. Ja, mache ich. Bei Gelegenheit. Vorher schaue ich in mein Inventar. Ich stelle fest, dass diese Handschuhe und dieser Schlagring leider total nichts können. Ups. Eigentlich wollte ich aber jetzt auch nichts Spannendes mehr. Danke sehr. So, was hätte ich da ganz gerne? Dornen? Hm, ich weiß nicht. Dornen überzeugt mich ja nicht so. Die Buchse überzeugt mich aber auch nicht unbedingt. Verzierter Daringer Vampirisch. Okay, nein, ich will keine Pistole. Ja, dann nehme ich doch das Ding. So, bitteschön. Granitvorschlaghammer. Moment, ist der einhändig? Aber der ist bestimmt langsam, oder? Nee, Großangriffstempo. Okay, geht. Er macht jetzt auch nicht so wahnsinnig viel Schaden. Er hat halt viele leere Sockel, das ist ganz interessant. Hm, will ich das haben? Machen wir mal. Ich weiß nicht. Ah, jetzt kann ich hier auch den ganzen Spaß tragen. Sehr cool. Jawohl. Ja, ist eigentlich auch egal, gegen was ich das tausche. Und 4 Bonus auf Geschick, ist das cool? Statt das ist eine schwere Entscheidung. Überlege ich mir nochmal. So, damit sind wir eigentlich... Genau, dann haben wir jetzt nämlich schon wieder 2 Fähigkeitenpunkte. Moment, was? Nächste Freischaltstufe ist 10? Ach, uncool. Erhöht jeden Körperschaden um 2%. Wie lohnt sich das? Ich bin mir echt noch nicht sicher. So, auf jeden Fall können wir jetzt da hinten mal weitergehen. Oh, und diese Truhe mit mir. Ja, war so klar. Es war so klar, dass die angreift. Wie hätte es auch anders sein können? So, zur Tempelsteppe, Stufe 6 bis 8. Ah, und weiter geht's. Sehr schön. Hey, ein Wegpunktportal. Sehr cool. Einfach mal aus Prinzip schauen, was hier so abgeht. Du sagst mir auch nur, dass ich da weiter muss, ne? Ja, okay. Wir können jetzt auf jeden Fall mal beim Händler vorbeigucken. Wie kann ich helfen? So, das verkaufen. Halt ich nochmal. Gott, wo kommt denn dieser ganze Müll schon wieder her?
Ach, scheiße, weg damit. So, fröhliche Waffen. Nee, zu wenig Schaden. Hm. Zwei leere Sockel, okay. Mehr Crit, Chance und Schaden. Das ist interessant. Aber dafür, dass es... Eigentlich möchte ich dafür... Nee, dafür möchte ich eigentlich nicht so viel Gold ausgeben. Wie sieht es denn hier bei Rüstung aus? Können Sie mir wohl einen schicken Hut verkaufen, Mister? Ein leichter Mantel. Gesund. Ich hätte gerne einen Gürtel, fällt mir so auf. Kann ich mir hier einen Gürtel kaufen? Nö, wa? Das ist ja ungeil. Stiefel ist auch alles entweder basic oder zu teuer. Oder ich kann es einfach noch nicht tragen. Das ist auch so der Punkt. Okay. Die Hose bleibt locker, ja, auf jeden Fall. Die Hose hier kann auf jeden Fall einen Gürtel vertragen. Warum habe ich meinem Charakter eigentlich so cool weiße Haare gegeben, wenn ich die jetzt die ganze Zeit nicht sehe? Ah, Moment, da fällt mir ein. Ich brauche mich gar nicht zu beschweren. Ich kann den Helm nämlich auch einfach ausblenden. So, nice. Okay, total sinnlos in die Stadt geeiert, aber kann man ja mal machen. So. Warum liegt hier eigentlich so ein Steingesicht? Das finde ich irgendwie nicht richtig. Ich hätte mir noch ein paar Identifikationsschriftrollen kaufen können, aber egal. Das kann mein Pet auch bei der Gelegenheit. So wichtig ist das jetzt für mich. Wow. Sollte ich vielleicht nicht mitten reinrennen? Spaß und rennen. So viel Mana schon rausgerotzt oder zieht der Mana ab? So. Die erstmal so fröhlich weggetoastet. Okay, und hier ist so nichts, ja? Okay. Sag mal. So, geht doch. Hätte ich lieber ein aggressives Frettchen? Soll das so ein bisschen Alarm machen? Ja, eigentlich schon. Finde ich ganz gut. Das darf ruhig eigenständig angreifen. Ich bin im Moment nicht in der Situation, dass ich vor irgendwelchen Gegnern massiv Angst haben müsste, wenn das Vieh sie anlockt. Von daher darf es das gerne machen. So, ein goldener Schlüssel. Die Frage ist, wo ist die goldene Truhe dazu? Schau mal, was aus dem Wagen gefallen ist. Ich habe einen Vorschlag für euch. Nach Arch, eine Hand wäscht die andere. Seht ihr diese Krypta dort? Sie wird... die Knochengalerie genannt und darin befindet sich ein Kleinod namens Rosa Mortis. Sie ist zwar ziemlich wertvoll, wird aber auch vom größten untoten Monster bewacht, das ich je gesehen habe. Ihr werdet die esterianischen Geister überzeugen müssen, die Geisterketten zu lösen und euch Zutritt zu gewähren. Dann schnappt ihr diesem Monster die Rosa Mortis weg, aber ich verspreche euch, dass sich die Belohnung lohnen wird. Die Belohnung lohnen wird. Das steht da zwar so nicht, aber kann man ja mal draus machen. Ja, ja, ja. Machen wir. Ich nehme alles mit an Zeitquests. Alles! Okay, da komme ich wohl nicht hoch. Zumindest nicht so. Aber so. Mir deutlich besser als Torchlight 1.
Was auch daran liegen könnte, dass man in Torchlight 1 ja fast nur in Höhlen rumgelaufen ist. Also, die sahen zwar manchmal auch so aus, als wäre es überirdisch, aber ich finde die Spielwelt bislang schon deutlich schöner als in Torchlight 1. Und das meine ich jetzt gar nicht mal von der Grafikqualität her, sondern einfach vom Design her. So, wo ist denn diese verkappte goldene Truhe eigentlich? Bin hier das magische Schlüsselkind und würde gerne meinen goldenen Schlüssel irgendwo reinstecken. Was geht denn hier eigentlich ab? Ist das irgendwie so ein Mini-Event? Sieht fast so aus, ne? Oh, Level 7 erreicht, sehr schön. Ah, okay, cool. Ja, drop ruhig noch mehr Kram. Ich nehme alles. da komme ich nicht weiter. Oh Gott, Inventar, Hilfe. Seltener Streitkolben. Nee, der ist mir, glaube ich, auch einfach zu langsam. Das weg, das weg. Will ich die haben? Ja, eigentlich schon. Weg, weg. Nein, ich will eigentlich keine großen Holzhämmer haben. Sinn. Du weg, machst du Sinn? Nicht so richtig. Auch nicht. Okay. So, Stufe 7 heißt aber auch, dass wir jetzt neue Sachen skillen können. Das ist schön. Was bedeuten die Maxeln mit den Fragezeichen, die überall rumstehen? Hab ich gerade gefragt. Ich glaube, die geben mir einfach Sidequests oder allgemeine Quests. Das sind einfach NPCs. Das richtig sehen. Hallo? Ah, machst du mir jetzt die Tür auf? Okay. Die Knochengalerie betreten. Machen wir mal noch nicht. Wobei, ah, dann muss ich da wieder... Hab halt keinen Bock. Meinst du so einen hier? Ich hab halt keinen Nerv, da wieder gleich zur Knochengalerie hinzurennen, aber eigentlich würde ich ganz gern vorher noch ein, zwei Level aufstellen. Ja, okay, das sind einfach NPCs, die Quests geben. Also Fragezeichen zeigt einfach an, dass die eine Quest für mich haben. Mehr ist das gar nicht. Finde ich das gut? Finde ich, glaube ich, ein bisschen gut. So, das ist nur für eingefrorene Gegner. Das finde ich aber auf jeden Fall erstmal ganz gut. Da kommt ein Punkt rein. Geheul ist schon irgendwie so... fetzt mich irgendwie nicht so richtig. Ich weiß nicht, ob ich Sturmschere cool finde. Aber es macht am Anfang eben relativ... Naja, das hat voll viel Abklingzeit, nee. Wird schon irgendwas, was ich ganz gerne... Das sieht ganz nett aus. Ah, mal gucken. Ich hebe mir den Punkt erst nochmal auf. Hier geht auf jeden Fall noch was. Ah, scheiße. Alles rein da. Wir haben's ja. Und den gern noch identifizieren. Will ich den dann haben? Feuerpanzer ist natürlich ganz cool, aber... So, auf jeden Fall... Kannst du... Mal... Moment.
viel Gold habe ich denn überhaupt? 3, 4. Na, dann kannst du auch mal 5 Rollen mitbringen und ab in die Stadt. Begleiter ist fortgegangen. Das ist auch ganz cool, dass das Pet einfach Sachen aus der Stadt mitbringen kann. Das macht die ganze Funktion einfach noch viel cooler. Also das spart einem dann wirklich so die Wege.